das allererste Mal Final Fantasy 1 gezockt, also die Pixel Remastered Version. Die ist relativ cool gemacht, alles drum und dran. Und ich finde für 20 Euro oder für 15 Euro irgendwas in dem Dreh rum, finde ich echt nicht viel für ein Game. Oder 10 Euro vielleicht sogar. Müsste ich jetzt nachschauen, ich glaube 20 Euro sind es. Finde ich echt cool, auch wenn das Spiel quasi 1989 oder so rausgekommen ist, kann man das in der Pixel Remastered Version richtig gut spielen. Ist halt einfach dieses gute, klassische, rundenbasierte, aber nicht wie dieses heutzutage, dass es alles immer viel zu einfach ist, sondern dieses Oldschool-Schwer, wo du sagst, okay, entweder ich trainiere oder ich beiß rein oder ich habe keine anderen Möglichkeiten, muss mich ein bisschen mit dem Spiel befassen und beschäftigen und alles drum und dran. Ich bin 26. Muss ich sagen, extrem nice. Ich bin ja auch erst eingestiegen damals in meiner PSP-Phase mit Final Fantasy. Da habe ich komplett... Also, ich finde es ja immer lustig, wenn ich so mit dem einen oder anderen Haverer so rede über Final Fantasy oder so. Das sagt immer... Und? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin alter Fuchs. Wahrscheinlich bist du alter Löwe. Nee, aber... wenn du sagst, so Richtung Oldschool-mäßig, dann lieben sie einfach die Oldschool-Teile. Dieses Rundenbasierte. Und ich bin damals halt einfach mit diesen Actionreichen reingegangen. Mit Crisis Core und mit Dissidia. Das war einfach nur Gottes Werk, Alter. Der... Was habe ich rauf und runter gespielt auf der PSP-Zeit? Die PSP, boah, die PSP-Zeit. Jeder hatte seine PSP-Zeit, jeder. Die war einfach Liebe. Die war krank, PSP-Zeit, kranke Zeit. So dermaßen gesucht, jedes Mal Autofahrt. Let's go, durchgehend, bis der Akku leer ist. Kurz davor noch abspeichern. The fuck. Aber das liegt daran wegen einem Äther, gell? Ja, das denke ich mir gerade. Der letzte Zug Äther hat ihnen allen den Tod gebracht. Aber ich hab so einen Sticker schon beim Bruder gesehen. Clive. Was mir so aufgefallen nicht ist. Ein. So ein kleiner Sticker. So wie ein bisschen so ein grauer Schimmer. Das hat man nicht so gedacht. Nicht, dass da Bruder Handrad wird. Wir wollen helfen. Sind die Bastarde tot? Ja. Er kommt einfach nichts mehr zurück. Er will sein Alter nicht preisgeben. Bald schicken sie neue. Das Töten geht weiter. Rosa Old und sexy. Jung und knackig. Handeln. Findet Sid. Er muss uns helfen. Und bitte. Dankt Martha von uns. Ich. Das werde ich. Ich sag's mal so, auch der Rosine hat einen süßen Kern. Hier drin. Hier ist ein Überlebender. Clive. Ich wollte gerade sagen. Ah, den kannst du vergessen. Er ist tot. Wir haben den Abt bestattet. Aber die Träger... So ein Ende hat niemand verdient. Nein, das stimmt. Doch es war ihre Wahl. Sie wussten, welches Schicksal sie erwartet und haben trotzdem Magie eingesetzt, um für ihre Beschützer zu kämpfen. Martha ist die Flucht nur gelungen, weil die Kranken sich aus den Betten auf die Soldaten gestürzt haben. Die Überreste der Träger. Wir sollten sie dem Meer übergeben. Hier gibt es eine Zugbrücke. Redoxsprung. Die Strömung dort ist stark. Der Abt hätte den Staub dort sicherlich verteilt und eine Segnung gesprochen. Ich schicke einen unserer... Ich gehe.
in Ordnung. Cole und ich werden uns um den Rest hier kümmern. Perfekt. Wird erledigt. Haben wir jetzt drei Missionen schon am Start, oder was? Drei so Hauptstories, was ist denn da los? Na, passt eh. Aber, Xavier, Digga, wie du das letzte Mal gestreamt hast, weißt du, was ich richtig geil gefunden habe? Dass du immer, wenn du gespendet hast, also kommt drauf an, was für eine Art von Spende, fand ich ja richtig geil, dass dann quasi diese Geräusche da am Start waren. Das habe ich ja übelst gefeiert. Dass du so quasi denjenigen erschrecken kannst und so. Das habe ich extrem gefeiert. Also das fand ich richtig top. Was dann so einfach. Was ganz gechillt, alles drum und dran und plötzlich kommt da so diese scheiß Hupe oder irgendwas. Das war so geil. Das war richtig geil. Das war richtig top. Unbedingt das nächste Mal wieder anhaben. Unbedingt. Das war saugeil. War saugeil. Da überlege ich, ob ich vielleicht nicht doch sogar eine andere Blitzfähigkeit verwende. Hm. Wäre vielleicht dezent gar nicht mehr so schlecht. Wenn wir, glaube ich, auf 400 Zahn oder irgendwas, dann können wir, glaube ich, die andere. Die nächste Blitzfähigkeit. Ja, die können wir sich locker gönnen. Locker, Digga. So. Wie gehe ich am besten? Ah, hier so eine kleine Runde und da passt das schon wieder. Du noch ganz kurz weltkartenmäßig. Gibt's eh keine Nebenquest oder irgendwas, gell? Na, passt. Wenn mich schon angezeigt worden auf Facebook, dass es eine bestimmte Nebenquest gibt, die wir unbedingt machen müssen. Ja, Facebook hat mich in dem Fall super gespoilert. Yippie. Ja, statt dieser Fähigkeit. Würde ich gerne lieber was anderes haben. Aber du hast eh schon das links und rechts hast dann halt einfach im Endeffekt. Das ist dann wieder die andere, die auf Kreis. Die hätte ich gern austauscht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Die würde ich beinahe austauschen. Oder kann ich die vielleicht sogar? Nein. Kann ich sogar nicht. Schade. Aha. Aha. Okay, okay, gut zu wissen. Das ist jetzt aber echt gut zu wissen, dass wir nur so ein Dreieckskombi haben. Alles klar. Dann war es schon mal zumindest. Ich finde zwar, die Blitzfähigkeiten sind schon was Nices, aber würde ich dann vielleicht weggeben. Wir weiß nicht. Mal abwarten. Vielleicht auch Wind. Ja, mal schauen, was doch so alles Gutes kommt. Yippie. Ja, schauen wir mal, was doch so alles Gutes kommt. Das ist hier wieder das. Mal abwarten und Tee trinken. Kann ich da? Na, das war eh wieder klar. Ja, dann müssen wir definitiv die Runde gehen. Definitiv. Aber vielleicht können wir wenigstens gegen irgendwem kämpfen, das wär's. Oder irgendeine Jagdmission wäre auch vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Wo man sagt so, dass man wirklich so gegen starke Gegner so antreten. Ab und zu mal. Oder beziehungsweise da haben wir eh schon was Neues. Alter, was ist mit dir, Alter? Monster Hunter, oder was? Aha! Okay, Rang C, alles klar. Ich glaube, jetzt haben wir da unsere Jagd. Berüchtigte Gefahren. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, so einmal kurz abchecken, was das alles drauf hat. Erstmal abchecken, was das alles drauf hat. Wo ist eigentlich unsere Tante? Die was eigentlich... immer die Eisfähigkeiten so fabriziert. Wo ist die Tante da? Ihr könnt das jetzt definitiv die Hilfe gebrauchen. Jetzt kann ich das wieder allein machen, oder was? Da fick dich. Da fuhr ich sie die ganze Zeit dabei bei den schwachen Gegner, oder was? Fick deine Mutter. Muss mal aufpassen, was der so alles drauf hat. Das ist eher das. Muss mal abchecken. Aber ist schon fein hier. Und genau das habe ich mir erwartet. Das brauche ich. Wo schießt du hin, Haberer? Wo schießt du hin, Junge? Was ist da drüben? Was ist da drüben? Was ist da? Was ist das?
Wieso willst du das unbedingt abtragen? Was ist mit dir? Fast und geh mal. Ja, sehr gut. Mit Limit, Bogen und alles drum und dran. Jetzt gib Gas, Alter. Gib Gas, Digga. Wichtig und richtig. Und schöner Wechsel zur Phoenix Force. Fast die Kralle des Todes. Wichtig und richtig. Chill, 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 chill. Ja? Was ist da? Ja, wieder der Scheißpisser. Wow, das war knapp. Das war extrem knapp. Ja, was? Jetzt. Na, Alter, du Arschloch, du. Nein! Seine Mutter ist definitiv zu langsam, das war sie. Ja, der hat jetzt gut gekriegt. Der hat jetzt richtig gut gekriegt. Und jetzt Vollgas, Diggi. Jetzt Vollgas. Hier beim Bös. Ja, jetzt ist er gebrochen. Ja, perfekt. So, gehen wir die Todeskralle. Dann den hier mal wieder. Ja, genau. Sehr gut. Ja, aber leider haben wir noch nichts frei. Keine Punkte, nix. Scheiße, keine Spezialfähigkeit. Das war Arsch. Wir sind normalerweise locker ausgegangen. Locker. Da und jetzt Limit Buch und Gibern. Gut. Ich wollte gerade sagen, so geh lieber raus da, das kann nichts werden. Das kann mit dem Wichser nichts werden. Ja. Schon wieder was am Boden, Alter, der Hund. Der hat 100.000 Sachen nur am Boden da. Komm, das kleine Stickerle. Es ist eh nur noch das kleine Stickerl. Da, super, danke und legt meine Eier. Einmal, zweimal und tschüss. Ja, na endlich. Bisschen Flamme an und tschüss. Abwarten und chill. Ja, nehme ich in Kauf. Wow. Er hat jetzt richtig reingeschissen. Ja, Gott sei Dank, na endlich, Alter. Die haben jetzt einen Scheißdreck da am Boden, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Der Hund. Nur 35? Also. Ein bisschen was hätten sie aber schon gönnen können. Also sagen wir nicht hart. Nicht kommen sehen. Die hätten ruhig ein bisschen mehr gönnen können. Na, das ist ja nix. Die lochen mit aus, die Chocobos. Selbst wenn die Chocobos kriegen, da mehr. Das muss die Brücke sein. Taugt mir überhaupt nicht. Schlimm. Eure Last nehmen und in die Ferne tragen. Und nun sind sie endlich frei. Ich hoffe es. Wie steht's ums Kloster? Alles erledigt. Jetzt bist du wieder dabei. Verbrannt. Ist es jetzt der Scheiß ernst? Jetzt, wo der Haverer hinig ist. Ich hätte dich vielleicht jetzt hingebrauchen können mit deinen scheiß Eisfähigkeiten. Aber nein, du wolltest ja unbedingt beim Kloster dabei sein. Unbedingt armen Leuten helfen. Ja, bin auch arm dran. Schlimm mit der Tante da. Na, du setz lieber schon Hand dran. Hol dann lieber jetzt schon die Eisfähigkeiten. Tu nicht so deppert herum. Wir haben dann dort vorne den Lift, glaube ich, gell? Ja. Ich sehe schon. Passt. Ah, oh, Wahnsinn, Alter. Ich komme erst jetzt wieder zurück, Alter. Ich glaube, ich werde deppert. Alter. Sieht man das auch? Das wäre aber auch interessant, ob man das einfach nur auf der Karte auch sehen könnte. Beziehungsweise vielleicht muss man das erst entdecken. Ja, oder vielleicht muss ich da mit irgendwem reden oder irgendwas in der Richtung. Dass man diese Spezialviecher da
finden oder treffen könnte oder irgendwas in der Richtung. Kann schon gut möglich sein. Ich glaube, da wird jetzt noch was kommen. Alter, was hast denn du, Alter? Das ist die Tante, die was die ganze Zeit so Geräusch macht. Sie ist komplett deppert, oder was? Erster hilft so arme Leute, Alter, kommt erst nach der Monsterattacke. Und jetzt hat's das so deppertes Rascheln da am Start. Auf ganz unentspannter Hase jetzt. Warum haben sie mir das angetan? Sie haben meinen Träger getötet. Zum Chaos. Wenger Träger, geil. Sie sind alle tot, oder? Leider. Mit letzter Kraft hat einer von ihnen dir für alles gedankt. Es war nicht genug. Ich hätte sie besser beschützen sollen. Cole hat mir auch den Rest erzählt. Ich danke dir. Es ist meine Schuld. Das werde ich mir nie verzeihen. Wieso? Wer hätte das geahnt? Ich schon. Aber ich habe es einfach nicht wahrhaben wollen, ich törichte Frau. Die Gerüchte fingen vor Monaten an. Von dunklen Gestalten in Rüstungen, die nachts in die Dörfer kämen und schlafenden Trägern die Kehlen aufschlitzten. Aber ich dachte, diese Schauergeschichten hätten die Kaiserlichen in die Welt gesetzt. Denn wer hilft schon Trägern, wenn er Angst vor dunklen Rittern hat, die Verräter gleich mit umbringen? Es klingt ja auch vollkommen absurd. Wie diese Schwarzschilde vorgehen, ist skrupellos. Allerdings frage ich mich, wozu all das? Meine Mutter steckt ganz klar dahinter. Nur verstehe ich nicht, was sie bezwecken will. Was auch immer im Kopf dieser Frau vor sich geht, kann und will ich gar nicht wissen. Allerdings brauche ich starke Kämpfer, die uns Schutz bieten können. Je mehr, desto besser. Wenn diese Schwarzschilde glauben, ich sehe tatenlos zu, wie sie alle einschüchtern, dann irren sie sich gewaltig. Ach, ehe ich's vergesse, ein Stolas von Otto ist kurz vor euch angekommen. Ich soll euch ausrichten, dass Gerf zurück ist. Ah, sehr gut. Besser. Du kommst zurecht, Martha. Wir können noch ein wenig bleiben. Nicht nötig. Das nächste Mal bin ich für die Mistkerle bereit. Wobei ich sicher nicht Nein sage, wenn ihr mir zwei dieser jungen Fluchbrecher für eine Weile überlasst. Hey. Und mit den Fertigkeiten ein bisschen was dazu. Ja. Das wäre auch nicht schlecht. Wenigstens ein Zehner. Wenigstens irgendwas.